Hallo, in diesem Video habe ich gemeinsam mit Rolf Söder von Mind Marketing eine Coaching-Session für Sie exemplarisch nachgestellt. Dabei geht es uns darum, dass Sie ein besseres Gefühl bekommen, wie sowas abläuft, um Sie es einfach vorstellen zu können. Wir haben darauf geachtet, dass wir im unteren Bereich des Bildes die einzelnen Phasen, die so eine Coaching-Session durchläuft, einblenden, um Ihnen ein Gefühl zu geben, was genau in dieser Session passiert. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei dem Video und freue mich im Nachgang wie immer über Ihre Kommentare. Hallo Rolf, schön, dass es geklappt hat, dass wir uns wieder mal treffen. Das ist ja schon ein paar Tage her, das Mal. Hast du am Telefon ja schon gesagt, dass du eine Herausforderung mit einem Mitarbeiter von dir hast. Vielleicht schilderst du noch mal, wo es darum genau geht. Was ja, ich war ein Mitarbeiter, der penetrant, jetzt vor allem auch in der Zeit, die wir gerade haben, penetrant auf Homeoffice besteht. Okay. Und wir sind ja ein sehr, sehr kleines Team, das weißt du. Und er will das unbedingt haben und ich habe große Bedenken, weil der gute Mann ganz einfach auch eine familiäre Situation hat, die, denke ich mal, viel Energie kostet. Also da geht es um seine Frau, die dann auch nicht da ist und Kinder und so weiter. Und ich habe einfach Bedenken, wenn der zu Hause ist, dass der mir nichts tut. Okay. Dass der mir nichts tut und ich habe nächste Woche ein Gespräch mit ihm und ich brauche einfach jetzt nochmal so eine grundsätzliche Sicherheit für mich, wie ich in das Gespräch gehe. Okay, das heißt, das ist dein Ziel auch für unser Coaching heute, dass du... Genau, dass ich einfach mit mir klar bin, wie ich mit ihm umgehe. Mhm. Okay, wann ist das Gespräch? Nächste Woche Donnerstag, also genau eine Woche jetzt. Okay. Und wie heißt der eigentlich? Er heißt Frank Heimer. Okay. Und wir duzen uns. Wir duzen uns, okay. Wie alle bei euch. Ja. Okay. Gut, dann probieren wir was aus. Wir machen mal eine Übung, in der es darum geht, dass wir dieses Gespräch mit dem Frank Heimer einfach mal vorziehen und das einfach heute führen. Okay. Wir holen ihn einfach mal hier rein, damit das okay. Herkommt. Wir bauen das immer so auf. Wir setzen jetzt hier gleich hin, gehen in, die Übung heißt die drei Wahrnehmungspositionen. Das heißt, wir werden verschiedene Durchläufe spielen, wie wir mit dem Frank Heimer jetzt das Gespräch vorbeigehen, um dann zu gucken, wie sich das anfühlt. Du wirst beim Durchlaufen wirst du erkennen, wie es funktioniert und falls nachher noch Fragen sind, beantworte ich die gerne. Also, du bist jetzt der Rolf und hier schwebt jetzt quasi der Frank Heimer ein. Er sitzt jetzt hier auf dem Stuhl und stell dir vor, du bist jetzt in dem Gespräch und öffne das Gespräch mit ihm und zeig ihm doch mal, wie du zu der Situation mit dem Homeoffice stehst. Okay. Frank, ich bin ein bisschen genervt mit dem Thema Homeoffice, weil du da auch sehr, sehr penetrant jetzt in den letzten Wochen da immer wieder einforderst, dass du von zu Hause aus arbeiten kannst. Und ich sehe da einfach, was deine private Situation und dein Umfeld antrifft, einfach ein bisschen Schwierigkeiten, weil dann hohe Ablenkungsrate sein wird. Und du weißt, wir haben alle gerade eine schwierige Zeit und wir müssen ranklotzen und müssen schauen, dass wir durchkommen. Und ich habe da echt Bedenken, wenn ich dich jetzt zu Hause lasse, längere Zeit zu Hause lasse, dass du A, vielleicht nicht das abliefern kannst, was du hier ablieferst, bedingt damit, dass du auch nicht den engen Kontakt zu den Kollegen hast. Natürlich können wir skypen und wir können alles Mögliche machen. Aber ich bin da so ein Fan davon, dass nichts über eine persönliche Beziehung geht, ein persönliches Gespräch. Insofern nervt mich das gerade, dass du das so penetrant von mir einforderst. Genau. Nee, im Grunde genommen ist es das, Frank. Also ich glaube, da habe ich dir jetzt das gesagt, was wie es mir gerade so geht. Okay. Hört sich gut an, was du eben noch zu sagen hast. Dann machen wir jetzt eine zweite Geschichte. Wir wechseln jetzt mal deine Position. Du gehst jetzt mal raus aus dem Wolf und wirst dich auch auf den Stuhl des Frank bewegen. Okay. Und dabei wirst du quasi zum Frank. Also ich setze mich jetzt da mal rüber und schaust in Richtung von deinem Chef, dem Wolf. Und der Rolf hat dir jetzt gerade, du bist jetzt auch der Frank und ich spreche jetzt auch als Frank an, der Rolf hat dir jetzt gerade seine Sichtweise auf das Homeoffice oder auf deinen Homeoffice-Wunsch wiedergegeben und jetzt antworte mal drauf und erzähl dem Rolf mal, wie sich das für dich anfühlt. Also für mich fühlt sich das im Moment gar nicht gut an, weil ich so aus, ich
Ich habe so das Gefühl, dass du denkst, ich arbeite nur und bin nur da für die Firma, wenn ich hier auch vor Ort bin. Das stimmt definitiv nicht. Also ich bin da mit Herz und Leib und Seele dabei. Wir sind ein kleines Team und ich liebe meine Arbeit. Und es ist für mich wirklich unverständlich, dass du mir unterstellst, dass ich, ja, dass ich zu Hause nichts mache und mich ablenken lasse. Natürlich würde ich anders arbeiten, wenn ich zu Hause bin. Mir die Zeiten anders einteilen, vollkommen klar. Aber ich kann mir jetzt so 100% absichern, ich bin Teil dieser Firma und ich fühle mich da wohl. Und für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass du mir das einfach abnimmst, auch ohne dass du mich in Anführungsstrichen kontrollierst. Okay. Ja, genau. Genau. Das auch mit fehlendem Vertrauen? Ja, ich glaube, ja, ich habe das Gefühl, dass du mich lieber kontrollierst, als dass du mir vertraust. Okay. Das ist aber aus deiner Sicht. Ey, das ist ein Quatsch. Ich komme ja gut aus mit allen. Ich komme gerne zur Arbeit, ich arbeite gerne, ich mache das gerne. Okay. Nur ich habe viele andere Dinge im Hintergrund einfach laufen. Also mit meinen Eltern ist es ja auch nichts mehr so toll. Ich bin da jetzt eingebunden und mit der Familie und den kleinen Kindern. Jetzt haben wir das Corona oben drüber. Also insofern wäre das schon eine klasse Sache, wenn ich von zu Hause arbeiten könnte und du mir dieses Vertrauen gibst. Das heißt, du würdest dieses Vertrauen durchaus auch als Vorteil wahrnehmen, also als Entgegenkommen auch. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Was dich dann auch ein Stück weit wieder mehr motivieren würde? Oder nochmal für die letzte extra meine? Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Also es würde mir halt viele Sachen leichter machen und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ohne dass ich in die Glaskugel gucken kann, aber dass es mir vielleicht wirklich das eine oder andere, die eine oder andere Stunde mehr bringt. Also allein die Fahrerei ist ja, du musst früh nicht mehr hinfahren. Hast du dir das schon mal überlegt? Du musst früh nicht reindüsen und nachmittags wieder rausfahren. Also da ist einfach mehr Luft und ein Teil von dieser Luft geht natürlich auch wieder ins Geschäft. Okay. Mhm. Alles gesagt? Ja, ich denke schon. Okay, dann. Ja, also es ist für mich keine große Nummer. Es geht einfach nur um jetzt eine Abstimmung und das ist jetzt nichts, was mich komplett aufbringt oder so. Okay. Mhm. Dann kommen wir aus der Frank-Position wieder raus und setzen wir jetzt zurück auf deine Position. Jo, mach ich. Jetzt bist du wieder dabei. Mhm. So, das war jetzt quasi die zweite Position, in der du, man nennt die auch die empathische Position, in der du dich versucht hast, ihn dein Gegenüber in deinen Kollegen, Mitarbeiter reinzuversetzen und das aus seiner Sicht zu sehen. Jetzt nehmen wir eine dritte Position ein. Also wir stellen uns mal vor, wir beide haben zugehört. Du bist Experte für Mitarbeiterführung und hast jetzt dieses Thema hier angeguckt und darfst jetzt dieses Szenario beobachten und bewerten und darfst den beiden, primär den Wolf, die jetzt hier sitzen, dein Feedback als Experte geben? Es ist, ja gut, also wenn ich es von außen so betrachte, dann kann ich sie beide verstehen. Beide wollen im Grunde genommen was Gutes. Beide wollen auch für das Gemeinsame was tun, nämlich für die Firma. Das ist ja eher die Schnittmenge von den beiden. Und ich frage mich jetzt so von außen, wenn ich drauf gucke, wieso machen die nicht mal eine Probezeit aus? Okay. Ja. Also, wenn ich denen was vorschlagen würde, mach doch eine Probezeit. Mach doch mal 3 Wochen, 4 Wochen oder 3 Monate, je nachdem, was adäquat ist. Mach eine Probezeit und guck, wie das wuppt, wie das läuft. Und wenn er das hat, dann könnt ihr euch wieder zusammensetzen und könnt sagen, das funktioniert oder das funktioniert halt nicht. Wie fandst du den Punkt mit dem Vertrauen, den der? Ja, darum geht's. Also die haben jetzt nicht die Vertrauensbasis, die das von vornherein trägt. Ja. Ja? Aber das können sie gut austesten, indem sie sich mal eine gegenseitige Probezeit vereinbaren und einfach sagen, wir gucken mal, wie der Wolf klarkommt, wenn er nicht die Kontrolle hat. Und wie der Frank klarkommt, wenn er diese ganzen Freiheiten hat. Hast du für den Wolf speziell noch was, was ihn dazu bringen könnte, dass er dieses Vertrauen stärker versucht aufzubringen? Ausprobieren. Und wenn ich das richtig
mitbekommen habe, ist der Frank ja auch schon eine Zeit lang in der Firma. Also der hat ja auch schon das eine oder andere wirklich gut gewuppt und hinbekommen. Ist auch ist ein Team integriert, also deshalb sollte er das Vertrauen natürlich. Okay. Ja. Ja. Moment, hast du als Experte zu sagen? Passt. Passt wunderbar. Dann kommen wir zurück. Aus der Generation. Du bist wieder der Wolf. Ja. Bingo, also muss klasse. Vielen Dank. Ich weiß jetzt, ich gebe mir mal, wir machen eine Probezeit aus. Na klar. Ich bin da nicht drauf gekommen. Okay. Hättest du mir doch gleich sagen können, oder? Hättest du doch gekommen. Also danke, nee, echt gut. Also richtig gut. Super. Wenn du nächste Woche das Gespräch hast, gehabt hast, melde einfach bei mir. Sag mir, was, wie es gelaufen ist. Würde mich interessieren, wie das wie der Frank auch reagiert hat. Vielleicht noch eine Frage. Würdest du das Gespräch jetzt genauso begehen, wie du es gerade gemacht hast? Nachdem, wie du jetzt. Also ich würde einfach nochmal seine Argumente hören wollen und dann würde ich sagen, okay, pass auf, du bist, dir scheint wirklich viel dran zu liegen, weil du ja da so penetrant auch bist. Und ich würde jetzt dir ganz einfach vorschlagen, wir probieren das mal viel. Wir probieren das mal einen Monat und dann sehen wir beide weiter, wie wir damit klarkommen. Alles klar. Du danke dir. Danke dir. Was gemacht und bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao. Ciao.